Ein ganz besonderer Tag. Merkt ihn euch. Verbreitet diesen Tag. Tag von Arafah. Faste unbedingt. Im authentischen Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam heißt es, dass derjenige, der ihn fastet, diesen einen Tag, 2 Jahre Vergebung bekommt. Ein Jahr, was vorbei ist, und das kommende Jahr. Für einen Tag, den du fastest, vergibt dir Allah Sünden, die du in 2 Jahren begehst oder begangen hast. Was für eine große Ehre, was für eine große Vergebung. Ein Tag für 2 Jahre. Wie schön ist das? Wie großzügig ist Allah, dass er uns diesen Tag schenkt, wenige Stunden zu fasten. Deshalb gib jedem diese frohe Botschaft. Erinnere jeden, den du kennst und liebst und dem du das Gute wünschst. Und ehrlich gesagt, wünschst du dir am meisten das Beste. Warum? Stell dir vor, du erzählst nur 10 Menschen, 10 Leuten von den Muslimen von diesem schönen Tag, von dieser großen, gewaltigen Belohnung. Und 10 fasten, weil du sie erinnert hast, weil du ihnen das beigebracht hast, weil sie es vielleicht vergessen hatten. Was ist schon wieder? 10 Leuten. Und du bekommst, Bruder, 20 Jahre Vergebung von Allah. Plus deine 2 Jahre. Wenn Allah es annimmt, möge Allah es von uns allen annehmen. Vergiss diesen Tag nicht. Wallahi, eine große, große Gelegenheit, eine große Chance, deine Sünden, die so schwer wiegen auf deinen Schultern und auf der Waage Yawm al-Qiyamah, dass du sie loswirst, dass sie alle gelöscht werden, die kleinen Sünden, wie viele haben wir? Wallahi, wie viele haben wir, an die wir uns gar nicht erinnern können, weil sie so viel sind, weil der Mensch vergesslich ist, weil der Mensch sie gar nicht wahrgenommen hat. Er dachte, es wäre doch nichts Schlimmes, das macht doch jeder, ist doch normal. Doch sie steht auf deiner Waagschale und in deinem Buch. Diesen einen Tag, Bruder, der ist sogar besser, diesen einen Tag zu fasten, als viele, viele andere vorzügliche Tage. Deshalb, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, diesen einen Tag solltest du fasten. Der Tag von Arafah hat mehr Belohnung bei Allah als der Tag von Ashura. Im Tag von Arafah, wenn du ihn fastest, bekommst du 2 Jahre Vergebung. Und Ashura bekommst du 1 Jahr. Alles ist schön. Doch nimm so viel du kannst mit. Wallahi, du wirst es brauchen.